Dieses Auto sorgt in Deutschland für Diskussionen. Seit 2008 fotografiert Google Straßen und Plätze im ganzen Land für den 3D-Kartendienst Street View. Politiker und Datenschützer schlagen Alarm. Sie sehen das Persönlichkeitsrecht der aufgenommenen Personen verletzt. Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner spricht von einer millionenfachen Verletzung der Privatsphäre. Google weist die Kritik zurück. Wir glauben, dass Millionen von Deutschen darauf warten, dass Street View endlich auf den Markt kommt, weil es ein nützliches und interessantes Produkt sein wird. Wir glauben gleichwohl, dass wir auch Fehler gemacht haben, Fehler in der Kommunikation. Wir haben nicht ausreichend über den Nutzen des Produktes geredet. Das soll eine Informationsoffensive ändern. Dazu gehört ein Gutachten, das Street View als unbedenklich bezeichnet. Schließlich mache eine Software Personen- und Autokennzeichen unkenntlich. Außerdem können deutsche Internet-User Widerspruch gegen eine Veröffentlichung ihrer Häuser einreichen und das schon vor dem Start. Kritiker sehen Probleme. Eine Problematik zum Beispiel ist, wer kann das rausnehmen? Wird überprüft, dass das zum Beispiel auch jemand ist, der dazu auch wirklich ermächtigt ist oder berechtigt ist? Kann man es auch wieder reinsetzen lassen? Wäre eine weitere Frage dann bei Mehrpersonenhaushalten oder sogar bei Mehrparteienhäusern, wie es ja nicht gerade unüblich ist in Deutschland. Wie sieht es da mit der rechtlichen Lage aus? Also da wird es sicherlich noch Bedarf geben zur rechtlichen Klärung. Vielleicht wird es dafür auch juristische Lösungen geben, zum Beispiel indem Hauseigentümer zukünftig in ihren Mietverträgen aufnehmen, dass ein Haus sichtbar ist oder nicht sichtbar ist und dass der Mieter möglicherweise nicht das Recht hat, das Haus entfernen zu lassen. Der Streit um die 3D-Fotos im Netz dürfte nach dem Start von Street View in Deutschland weitergehen. Online gehen soll der deutsche Dienst noch 2010.